Es ist jetzt zwar noch nicht so spät, lass mich nachschauen, 7:15, aber wenn es so früh dunkel wird und man draußen nur rumsitzt, wird einem doch irgendwann trotz Gaskocher ziemlich kalt. Ich habe ganz kalte Füße bekommen, deswegen bin ich jetzt hier reingegangen. Ich werde natürlich noch nicht schlafen um die Uhrzeit, aber mich schon mal hier gemütlich einkuscheln. Ich habe mir ein gutes Buch mitgenommen, Die Kastratin. Ich lese sehr gerne Mittelalterromane. Ja, und da werde ich es mir jetzt in meinem Schlafsack gemütlich machen, mich einkuscheln und mal ein bisschen lesen. Aber wir hören uns ganz sicher noch. Hier drin im Zelt ist es immer noch, oder was heißt immer noch, ist es relativ kalt. Wir haben 4 Grad. Ich habe mein Tempe wieder mit dabei, mit GPS. Und jetzt lege ich den Temperaturfühler mal nach draußen. Ich bin gespannt, wie groß der Unterschied ist. Bevor ich mich jetzt hinlege, möchte ich ganz gerne auf was eingehen, was gestern in Facebook geschrieben worden ist. Und zwar habe ich angekündigt, dass ich wieder auf Tour gehe und so ein paar Eckdaten genannt. Und daraufhin haben einige Leute geschrieben, wo ich denn genau bin. Ihnen kommt das so bekannt vor. Und wenn das denn der Spot ist, den sie auch meinen, dann würden sie auch gerne auf den Sprung vorbeischauen, haben mir ein paar per Nachricht geschickt. Das freut mich natürlich ungemein, dass ihr mich kennenlernen wollt. Aber es ist so, dass ich zu meiner eigenen Sicherheit und für die Sicherheit des Platzes niemals preisgeben werde, wo ich mich gerade aktuell aufhalte. Ich habe den Fehler einmal gemacht, dass ich einen Lagerplatz von mir weitergegeben habe, und also das war ein Platz, an dem ich schon als Kind gewesen bin. Diesen Platz habe ich dann jemanden verraten, und kurz darauf hat dort ein Bushcraft-Treffen stattgefunden. Ja, das war's dann mit meinem kleinen geheimen Plätzchen. Denn wenn es 5 Leute wissen, dann wissen es bald auch 50 Leute. Hat für mich geheißen, dass ich da nicht mehr hingegangen bin. Und ja, außerdem, zum einen ist es natürlich ein bisschen eigennützig, weil man möchte ja den Platz für sich weiterhin alleine genießen. Und deshalb verrät man ihn nicht. Zum anderen möchte man die Natur dort auch schützen, weil man weiß ja nie, an wen diese Geheiminfo letztendlich gelangt und ob derjenige ja die Natur genauso achtet und schützt, wie man es selbst tut. Hernach wird da Müll liegen gelassen oder was weiß ich, Bäume beschädigt. Es ist zu laut, sodass vielleicht dann ja der ein oder andere darauf aufmerksam wird und das Lagern dort nicht mehr möglich ist. Und natürlich muss ich auch auf meine eigene Sicherheit achten. Im Laufe der Jahre bin ich doch etwas bekannter geworden und nicht alle sind mir wohlgesonnen. Und ich würde nirgendwo gerne lagern wollen, wenn ich weiß, derjenige, also jemand, der mich nicht mag, weiß jetzt auch, wo ich mich aufhalte. Also versteht es bitte, dass ich zu meiner Sicherheit und zur Sicherheit des Plätzchens, an dem ich mich aufhalte oder immer wieder aufhalte, dass ich das einfach nicht verraten kann und werde, wo ich bin. Ich hoffe, ihr versteht es. Ich werde mir jetzt ganz tief in meinen Schlafsack kuscheln, denn so langsam wird es hier echt frisch. Ich bin gespannt, was das GPS morgen anzeigt, wie kalt es draußen gewesen ist. Jetzt haben wir bei 0 Grad,
Allerdings braucht dieser Temperaturfühler relativ lange, um sich an eine neue Temperatur anzupassen. Also nachdem er ja vorhin erst hier drin war, dauert es eine Zeit lang, bis er die Temperatur von draußen richtig anzeigt. Also ich gehe mal davon aus, dass es schon kälter als die 0 Grad ist. Aber das werden wir morgen sehen. Ja, heute war echt ein toller Tag. Es war sehr anstrengend für mich. Ich bin da echt an meine Grenzen gekommen. Ich hätte nicht recht viel weiter gehen können und wollen. Aber die Natur hier ist absolut atemberaubend. Und die Stille ist auch wirklich toll. Ja gut, jetzt hört man hier in der Ferne arbeiten auf einer Skipiste. Ich weiß nicht, was die da machen. Jedenfalls hört man da so ein monotones Hintergrundgeräusch. Aber das ist auch schon das Einzige. Ich denke, später wird das Einzige, was ich hier noch zu hören bekomme, der Uhu sein. Na dann, gute Nacht, bis morgen früh. Jetzt kriege ich doch tatsächlich Schneeregen. Oh Mann. Kalt und Regen, die ideale Kombination. Da kriege ich doch lieber noch tiefer in meinen Schlafsack. Morgen. Ich muss mich jetzt regelrecht zwingen, aufzustehen. Entschuldigung, mein Schlafsack ist einfach zu gemütlich. Und gestern hat es ja geregnet. Ich will gar nicht wissen, wie es draußen aussieht und wie nass alles ist. Aber es hilft ja nichts. Hört ihr das? Da ist eine Eisschicht auf dem Zelt. Oh nein. Ich will gar nicht wissen, wie mein Auto aussieht. Und wie die Straßen nach unten aussehen. Ist wohl Eisregen geworden. Alles eingefroren. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Die Kerzenlaterne habe ich ja brennen lassen. Und da ist jetzt hier das Wachs durchgeflossen. Und auf meinen Schlafsack. Und hier auf die Isomatte. Zum Glück lässt sich das ganz gut ablösen durch die Kälte. Vielleicht bin ich da heute Nacht mal dran gerumpelt. Das fehlt mir ein bisschen hier an dem Zelt. Ich habe hier nur hier so einen Befestigungshaken. Ich kenne es von anderen Zelten, dass dann innen so eine Art Ridgeline ist, wo man sein Zeug aufhängen kann. Wäre natürlich auch besser gewesen, wenn die Laterne ein bisschen weiter von meinem Kopf weg gewesen wäre. Aber ja, zum Glück fehlt ja sonst nichts. Ich weiß nicht, ob ich heute ein warmes Frühstück zusammenbekomme, nachdem der Benzinkocher so eingefroren ist.
Mal schauen, probieren werde ich es auf alle Fälle, ansonsten bleibt die Küche eben kalt. Lange rumärgern werde ich mich da jetzt nicht. Die Leute denken immer, als großer YouTuber bekommt man alles gesponsert. Ist leider nicht ganz so. Also man bekommt natürlich viel gesponsert, aber nicht alles. Nur zum Beispiel, ich trage heute unten drunter diese uralte, potthässliche Strumpfhose, weil ich mir einfach immer noch zu knausrig war, mir Merino-Unterwäsche zu kaufen. Ja, drum dieses hässliche Ding. Nett, oder? Da kommt die Sonne, wie schön. Ich hoffe, jetzt haut es hier gleich auf. Schauen wir mal, ob wir den Benzinkocher von dem Eis befreien können. Ich wage es jetzt zu bezweifeln, aber vielleicht habe ich Glück. Ich habe ja nicht wirklich dran geglaubt, dass ich den zum Laufen bringe, aber tatsächlich, es hat geklappt. Super, jetzt gibt's was Warmes.
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jetzt geht's ans Abbauen, beziehungsweise ans Zelt. Das Innenleben habe ich schon zusammengepackt. Und da graust man jetzt so richtig davor, weil es ist zwar zum Teil jetzt schon angetaut, aber die andere Seite, die nicht in der Sonne liegt, ist noch komplett vereist. Und ja, ich weiß genau, ich krieg da jetzt eiskalte Finger. Wenn die Sonne dann mal da ist, wird es gleich so warm. Wir haben jetzt 6 Grad hier in der Sonne und das Minimum in den letzten 24 Stunden waren tatsächlich nur minus 1 Grad. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt oder ob es zu sehr spiegelt. Ich dachte, heute Nacht wird es kälter, aber gut. Es hat jedenfalls ausgereicht, um alles gefrieren zu lassen. Ihr habt das ja gesehen. Naja, bei mir ist jetzt alles gepackt. Ich werde mich jetzt mal gemütlich auf den Weg machen. So ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt hier von euch nochmal mit Ausblick auf diesen wunderschönen verschneiten Bergsee. Es war wirklich eine tolle Tour, die wieder mal gezeigt hat, dass es nicht wirklich viel braucht, um ein großartiges Erlebnis zu haben. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Meine ganze Ausrüstung findet ihr hier wieder unten in der Videobeschreibung. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video auch wieder mit dabei bist. Mach's gut, pfiat die!